Auf die Plätze, fertig, los! Die LG Nord richtete den 21. Jedermann Hallen-Siebenkampf aus und Athleten aus mehreren Nationen kamen zusammen, um gemeinsam der Leidenschaft Leichtathletik nachzugehen. Zielsetzung ist eben eine Hauptsache, auch Nicht-Leichtathleten, die nicht vereinsgebunden sind, an diese Sportart heranzuführen, vielleicht auch Leichtathleten, die vereinsgebunden sind, dazu zu bewegen, dass sie aus ihrem Freundeskreis Mitstreiter finden, die dann hier Teams gemeinsam bilden und hier eben mal ein Wochenende lang Freude an der Leichtathletik empfinden. Um diese Freude auch in Leistung umzusetzen, bedarf es einer gewissen Technik, die vor allem in anspruchsvollen Disziplinen wie dem Stabhochsprung mitunter noch trainiert werden mussten. Doch auch hier hatte die LG Nord vorgesorgt. Es gibt Disziplinen dabei, an die sich eben viele nicht herantrauen, wie zum Beispiel der Hürdenlauf oder das Stabhochspringen. Das vermitteln wir im Vorfeld. Wir bieten hier ein freies Training für jedermann an. Und jedermann war die Losung, denn nicht nur Amateure nahmen teil, sondern auch Hochsprungstar Raul Spank, der 2016 seine aktive Karriere beendete. Also, dass Raul Spank hier ist, ist schon was Besonderes. Man kennt ihn ja nur so aus dem Fernsehen, aus den Nachrichten. Und jetzt einfach mit dem hier Sport zu machen, quasi in jedermann mit ihm zu sein, das ist schon was ganz Besonderes. Ja, so ein Siebenkampf hat schon seine Tücken. Das ist auch dem Weltmeisterschaftsdritten von 2009 durchaus bewusst. Das Besondere ist, dass man sehr vielfältig sein muss, um durch alle Disziplinen durchzukommen. Also es werden alle möglichen Fähigkeiten, die man in der Leichtathletik haben muss, abgerufen. Schnelligkeit, Sprungkraft, technisches Gefühl und vor allen Dingen auch Ausdauer. Und diese alle zu kombinieren, ist die große Herausforderung. Doch nicht nur deutsche, sondern auch internationale Athleten nahmen einen langen Weg in Kauf, um den Jedermann-Siebenkampf zu bezwingen. Teilnehmer aus Spanien, den Niederlanden, der Tschechischen Republik und sogar den USA kämpften um Bestleistungen und waren mit den Wettkampfbedingungen sichtlich zufrieden. Wonderful. I felt so happy, I cried. I really did. Die Gesamtwertung entschied Raul Spank für sich und auch in den verschiedenen Altersklassen sowie in der Paarwertung gab es strahlende Gewinner. Die Teamwertung holte sich eine Gruppe aus den Niederlanden. Doch wie der Name schon sagt, bei einem Jedermann-Siebenkampf ist, na klar, Jedermann auch ein Gewinner.